Kamerun gegen Mexiko. Wie schaut's hier aus? Beide gewannen ihr erstes Spiel. Knapp in einem sehr, sehr torreichen Spiel. Jetzt mal schauen. Kamerun hat eine rote. Mexiko nix. So, das heißt, Nium fällt aus. Was? Formel 1 Sommer? Njum. Der Rechtsverteidiger. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie bei richtig schönem Wetter im Allianz Stadium. Willkommen zu diesem Spiel. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Und ich glaube, das wird ja. Alle wissen, hier ist eine Menge drin. Doch, Frau Lenz. Ja, es ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Ja, schön, oder? Das ist die heutige Aufstellung. Der Gastgeber in diesem Spiel im Tor ist Jorge Campos. Hector Herrera steht zusammen mit Andres Guardado im Zentrum. Und Hugo Sanchez steht im Sturm zusammen mit Raúl Jiménez. Schön. Da ist das Tor nochmal und es ist nicht zu übersehen. Für Mexiko. Gleich Wolle übernommen. Hat sie Auszeit der 20.000 Mann. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Samuel Eto'o. Kaltoko Ekambi. Da ist die Flanke. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Oh. Da war der Mexikaner zu klein. Oh, mein Name wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Ja, Unterschied auch, muss man sagen, von Mexiko zu Kamerun. Bei den Kamerunern so richtig eigentlich nur. Eto'o ganz vorne, sehr gefährlich. Die Mexikaner haben da schon andere Qualitäten. Akubaka ist eigentlich auch sehr auffällig, finde ich. Bringt halt nichts, wenn er nichts. Keine Scorerpunkte an den Stürmer. Tja. Boah. Schön. Der Pass war auch Zucker. Ja. Meinte eigentlich den Pass. Der Abschluss war eh nicht schön. Na, ich dachte, die Abwehr meinst du. Nein, ich meinte den Pass. Hoher Steilpass jetzt, sieht gut aus. Ganz konsequent, Ball ist weg. Aboubakar. Hat einer fast dann gehabt. Jesus Corona. Ja, sehr hektisch und schnelles Spiel geworden. Gefährliches Anspiel, Sanchez. Raúl. Schon. Nein! Nein! Boah, den habe ich schon so drinnen gesehen. Ich auch. Und das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie weiter aufpassen, denn es ist eine knappe. Glück für Kamerun.
Mexiko hat hier sehr gute Chancen. Ausgleich. Mit dem Besten. In Stangenschuss. Oder wohin? Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Den Nutmex jetzt mit dem Angriff. Sicher zurückgespielt. Oder wohin? Jetzt gibt's einen Einwurf. Unaufhaltsam. Sie sind da, Ball wird geblockt. Sie versuchen. Boah. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Könnte gefährlich werden. Alter. Spring das nächste Mal drüber, wenn er für dich nicht bestimmt ist, Alter. Ballbesitz, aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise. Oh. Und das zählt am Ende. Upsi. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch der Karte. Und das war so nicht geplant. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Jetzt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Jetzt müssen sie aufpassen. Karl Toko Ekambi. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Ja, es fehlt so das letzte Zuspiel. Bei Kamerun noch. Ein bisschen ist jetzt auch beim Mexiko sozusagen der Schwung draußen. Doch schon sehr gedrückt am Anfang. Ja, das könnte was werden jetzt. Gut verteidigt. Corona. Karl Toko Ekambi. Oh. Ah, Eto wieder. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Jetzt ist der Angriff gestoppt, der Gegner hat den Ball. Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Da kommt der Pfiff, Freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Und das war die 1 zu 0 ist nicht viel. Das stimmt. Mexiko ein bisschen nachlassen natürlich. Logisch, weil anders hat keiner dieses Pressing natürlich auch nicht spielen. Aber die Defensive hält bei beiden Mannschaften ziemlich gut. Ab und zu kam einer durch, dann waren es die Schlussmänner, die das sehr, sehr konsequent gehalten haben. Es geht weiter in dieser Begegnung. Aktuell liegen die Nachmittags hier hinten. Da haben sie eine gute Verteidigung. Jetzt Samuel Eto. Gute Grätsche, hat den Ball. Oh, schade. Oh, schon. Alter? Alter?
wie der stehen geblieben ist auf einmal, Alter. Ja, weil er den Ball runter. Was muss. Er kann ja nicht ohne Ball durchlaufen. Ja, aber dann wieder einen Ball gehabt hat, Alter, bis du wieder in die Gänge gekommen ist, bist du deppert. Ja, weil er stehen geblieben ist. Aber Lozano! Das ist eben zum Beispiel wieder so ein. Ich weiß nicht, ob der flach gegangen wäre. Aber das wäre zum Beispiel nicht passiert, wenn er flach oder so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der flach gegangen wäre, aber weißt du, so ein typisches Beispiel. Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Ja, Kamerun muss reagieren. Die Wiederholung. Ein Kopfball, bei dem alles stimmt. Und Kicker achtlos. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gut durchgesetzt. Können Sie verkürzen? Geht gut dazwischen. Na, jetzt versucht wahrscheinlich wieder Mexiko die ersten 20 Minuten anzupressen. Erst wieder mal einmal gut geklappt hat. Und jetzt ist diese Szene beendet. Chance für den Konter jetzt. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Boah. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Ja, aber hier kann man Gott sei Dank sagen, wenn die vorne mit einem Fehler machen, ist die Verteidigung da. Das stimmt. Bis jetzt. Die Gelegenheit. Kein Problem, ganz sicher. Stehen die hinten sehr, sehr gut. Sie haben den Ball. Choupo-Moting. Stark gemacht, das könnte was werden. So. Ja, schön. Eto! Ein wichtiges Tor! Jetzt steht hier 2:1. Eine enge Kiste. Oder. Die Nutmegs jetzt mit dem Angriff. Faltoco in Kambi. Die Szene erstmal zu Ende. Sie sind weiter hinten nach dieser Tollparade, aber sie machen natürlich eine Menge Druck. Von daher glaube ich weiter an den Ausgleich. Und er am Ball. Das könnte durchaus wieder gefährlich werden. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Samuel Eto'o! Eto'o! Er geht in den Strafraum. Ja, so ist er schon mal reingegangen bei der EM. Ha? Oh, ganz wichtig. Alter, steh auf. Er unterbindet den Angriff wohl auf Kurs mit einer gelben Karte. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf.
Ja, das musste sein hier. Der wäre auf und davon gewesen. Na, wird eine hektische Schlussphase sicher. Alter. Guardano. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Hereingabe. Fast schon leicht verschossen. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, die Mannschaft ist zuversichtlich. Die Fans sind, es wirkt zumindest so, auch optimistisch. Und man spürt, sie können das hier schaffen. Ein Tor Vorsprung. Klar, da kann man sich nicht ausruhen. Aber es sieht gut aus. Samuel Eto'o. Oh, ja, wohin? So ein Verräter, Alter. Sichert hier vielleicht den Punkt. Oh, schön. Ah. Sehr schön. Oh, noch ein doch weg. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Da ist die Flanke ins Zentrum. Ah, warum machst du mir den Kopf, Alter? Schwitze, schwitze. Ja, gut so gekämpft. Vor Kamerun. Ja, geht in Ordnung, das ist unentschieden. Ups, verdammt. Jetzt habe ich nicht auf Weiter gedrückt. Achso, ja, weil man ja. Schön spielt.